Ist es draußen nass und weiß, klebt am Rad nur Schlamm und Scheiß. Hätte der Bauer seinen Hut verloren, wäre er fast erfroren. Ist der Hut erstmal weg, schätzt den Bauern einen Dreck. Hatte Betty bei der Kälte nicht viel an, kuschelte sich an den Bauern ran. Hat der Bauer kalte Hände, ist das des Bettys Nackenende. Hallo Stadtmensch. Hallo Bauer. Deine Mutter hat Geburtstag, oder was? Freust du dich auf Weihnachten? Ach, der ganze Schnickschnack. Schnickschnack? Das brauchen wir bei uns auf dem Land nicht. Ach, du meinst die Lichterketten und so? Ja, und so. Ist es draußen nass und kalt, wird der Bauer nicht so alt. Schneit es in der Weihnachtsnacht, wird ein Jesuskind gemacht. Wenn's im Walde stürmt und schneit, dann ist bald Weihnachtszeit. Ist es draußen nass und weiß, klebt am Rad nur Schlamm und Scheiß. Hätte der Bauer seinen Hut verloren, wäre er fast erfroren. Ist der Hut erstmal weg, schätzt den Bauern einen Dreck. Hatte Betty bei der Kälte nicht viel an, kuschelte sich an den Bauern ran. Hat der Bauer kalte Hände, ist das des Bettys Nackenende. Im Schnee ein Hufgetippel und die Betty harte Nippel. Mit Betty Glühwein trinken und danach in ihrem Schoß versinken. Zeit für Glühwein, Bier und Punsch, an Weihnachten dick sein, das ist mein Wunsch. Güt der Weihnachtsmann mit dickem Sack, bringt er den Bauern auf den Geschmack. Der Bauer freut sich auf sein Geschenk, die Betty auf ihr Heißgetränk. Die Betty wird ihm eins besorgen, aber erst am Weihnachtsmorgen. Redet ihr über mich? Nein! Und Betty sieht ganz glücklich aus, freut sich auf den Santa Claus. Und der Bauer, dieser Bengel, freut sich auf seine Engel. Ach, wie schön ist doch die Weihnachtszeit, die Natur in ihrem schönsten Kleid. Ist es draußen kalt und leise, macht's jeder drin auf seine Weise. Die schönste Zeit hat man zu zweit. Hausarbeit und Handarbeit bereitet Betty Fröhlichkeit. Ob Glühwein, Sekt und Bier, heute trinken wir 2 bis 4. Wie sagt sie immer so schön, ein guter Sekt, der schmeckt. Hab ich Sekt gehört? Nein! Bierchen? Gerne. Hab nämlich eben aufgeräumt und noch einen Kasten gefunden. Ah. Hast du schon alle Geschenke? Ich hab erst relativ wenig. Hast du jetzt wenig oder viel? Ja, das ist relativ. Theoretisch. Was denn jetzt? Beides. Die Relativitätstheorie. Ah. Raum und Zeit. Man kann zum Beispiel nicht in 2 Räumen gleichzeitig sein. Außer man steht im Türrahmen. Anderes Beispiel. Der Bierkasten da. Ja. Sieht relativ voll aus. Ist er aber nicht. Und theoretisch kommen wir damit heute Abend aus. Aber praktisch brauchen wir 2. Theoretisch bist du ja nicht doof. Und praktisch? Schon. Betty, bring uns mal eine Giraffe Glühwein. Das heißt Karaffe? Nee, ich meine schon Giraffe. Ja, eine Giraffe passt mehr rein. Da hast du recht. Lehrling, was machst du schon wieder da? Wieso? Was macht der denn da? Der dreht nämlich zur Weihnachtszeit immer ein bisschen am Rad. Ach du Scheiße, was macht der denn jetzt? Das sieht nach Schnickschnack aus. Ich hoffe es nicht. Die besten Weihnachtsgeschenke gibt's natürlich hier unter www.einfach-bauer.de. Ob Merchandise, Fanartikel, Klamotten, Schnaps oder sogar die nächsten Early-Bauer-Karten für das 4. Einfach-Bauer-Open-Air im nächsten Jahr. Jetzt zuschlagen hier unter www.einfachbauer.de. Und euch jetzt einen schönen 2. Advent.